Was geht ab, Ladies and Gentlemen? Pokémon Karmesin und Purpur sind nun draußen und ich zeige euch in diesem Video, in welcher Reihenfolge ihr ungefähr die Story machen solltet. Wir haben ja diesmal freie Wahl, was wir machen. Und es gibt drei Story-Abschnitte, ne? Einmal Weg des Champs, dann Herrscher-Pokémon klatschen und Team-Star-Bosse verprügeln. Und oftmals ist uns nicht klar, ey, was ist denn jetzt eigentlich die korrekte Reihenfolge? Wen muss ich denn zuerst hauen? Und deswegen dieses Video, weil ich zeige euch die korrekte Reihenfolge, wie ihr alles machen solltet. Sprich, auch anhand der Level gemessen, ja? Wenn ihr zukünftig keine Guides mehr zu Pokémon Karmesin und Purpur verpassen möchtet, lasst den Kanal gerne ein Abo da, würde mich extrem freuen. Ansonsten sind wir auch noch regelmäßig live auf Twitch, Link in der Beschreibung. Bevor ich mit dem Video starte, ich werde hier nichts spoilern, ja? Die Karte, die ich euch gleich zeige, auf dieser Karte sieht man alle Arena-Leiter und alle Team-Star-Bosse. Der Grund, warum das kein Spoiler ist, wie ich finde, ist, dass euch das Spiel innerhalb der ersten, ja, je nachdem wie schnell ihr seid, ich sage jetzt einfach mal 45 Minuten, euch genau dieselbe Karte zeigt. Sprich, das Spiel nimmt euch schon vorne weg. Ey, das sind die Arena-Leiter. Ey, das sind die Team-Star-Bosse. Und das sind die Herrscher-Pokémon. Ja, deswegen. Wenn ihr euch trotzdem noch nicht spoilern lassen möchtet, dann schaltet jetzt ab, weil wir schauen uns jetzt die Karte an. So, das ist sie, die Karte. Und ja, wie bereits gesagt, alle Herrscher-Pokémon, alle Arena-Leiter und alle Team Starboss. Und genau die Karte, die gibt euch auch das Spiel an sich so. Ja, also weiß nicht, wie ich das finden sollte, dass sie das alles vorweggenommen haben. Jedenfalls, wo beginnt denn unser Abenteuer, hä? Hier, bei der 1. Und zwar, ja, so südwestlich bei der ersten Arena-Leiterin. Dort beginnt unser Abenteuer und nachdem wir sie gehauen haben, hauen wir auch schon weiter östlich den ersten Herrscher bei der Nummer 2. Spoiler, diesen Herrscher hat man bereits im Trailer gesehen. Ja, wen man auch im Trailer gesehen hat, ist der Arena-Leiter östlich vom Herrscher. Ah, ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Ich weiß nur, dass die Stadt Velodin? Nee, Oladin. Oladin heißt die Stadt, heißt. Jetzt ist interessant. An sich kann man davon ausgehen, okay, die Rothaarige wird der erste Boss sein, den wir hauen müssen. Ist aber nicht so. Wir müssen einmal kreuz und quer durch die Karte und machen erstmal im Westen weiter. Nämlich erstmal mit dem zweiten Herrscher-Pokémon und dann dem ersten Team Star-Boss. Nachdem wir die beiden verprügelt haben, gehen wir wieder Richtung Osten und machen dort ein bisschen Action. Einmal in Vermanka City, dort wartet nämlich Enigmara, sprich die dritte Arena-Leiterin, die hatten ja auch bereits im Trailer gesehen. Und dann kann man den zweiten Team Starboss machen, gefolgt von dem dritten Herrscher über Enigmara. Was wir dann machen, wir gehen wieder Richtung Westen, hauen dort den vierten Arena-Leiter und dann wieder nach Osten und hauen den dritten Team Star Wars, bevor wir dann wieder kurz einmal durch die Mitte gehen und den fünften Orden machen. Nun reisen wir mal Richtung Norden und hauen uns mit der ersten Arena-Leiterin in diesem Schneegebiet. Dann hat sich auch schon unsere Reise ins Schneegebiet erledigt, weil wir müssen wieder Richtung Süden und diese Zone fertig machen. Mit dem nächsten Herrscher-Pokémon, gefolgt von der nächsten Arena-Leiterin, die ganz, ganz im Süden ist. Nun können wir wieder ins Schneegebiet, hauen uns dort mit dem letzten Arena-Leiter und dem vorletzten Team Starboss, bevor wir dann alles fertig machen mit dem letzten Herrscher-Pokémon und dem letzten Team Starboss. Das ist die Reihenfolge, die ihr machen könnt, anhand der Level der Pokémon gemessen, die die Trainer benutzen. Sprich, so lauft ihr halt in keine Gefahr, irgendwann mal aus Versehen überlevelt zu sein oder aus Versehen von irgendeinem Trainer komplett hops genommen zu werden. Ich werde diese Grafik auch noch auf meinem Community Discord Server posten, sprich, wenn ihr Leute zum Zocken sucht, kommt gern rauf, Link ebenfalls in der Beschreibung. Ansonsten viel Spaß in Paldea, wir sehen uns und ja, haut darin.